Ja, Mahlzeit Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Wir sind immer noch in Capnum Industries. Ich habe offline ein bisschen gearbeitet hier, damit das ein bisschen schneller verstanden geht. Weil, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir heute den 25.05., wenn diese Folge erscheint. Und wir haben noch 6 Tage bis zum Early Access, wenn alles gut geht. Das sehen wir ja dann. Ich habe das mal alles ein bisschen vorangetrieben, kam hier und da welche Problemchen auf, wie immer eigentlich. Ich habe inzwischen die Weiterverarbeitung von der Destillationsstufe 3 habe ich jetzt gemacht hier. Das waren 2 Dinger, aber die tun noch nicht so, das was sie wollen. Dann habe ich zusätzlich, die Gummifabrik hat mir umgestellt auf Schwefel. Die braucht natürlich auch Schweröl. Dann habe ich eine Cracking-Station hingesetzt, weil wir haben das Problem, wir haben keinen Sprit. Weil der ist extrem gefallen. Zu schlechten Zeiten hat man mal gerade, was hatte ich, 700, wie ich letztes Mal drauf geguckt, also muss ich noch erweitern. So, das war eins der kleinen Problemchen. Das nächste Problemchen war eigentlich auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob sich dann inzwischen hier geändert hat. Nein, ist immer noch nichts. Weil das Wasser wird knapp. Hier ist jetzt, da fängt es an, okay. Läuft jetzt durch, weil wir hatten ja eine große Leitung hier von der anderen Seite rübergezogen. Von hinten, ich habe inzwischen nochmal eine neue thermische Entsalzung gesetzt für weiter Wasser. Dann habe ich hier eine kleine Eckpunkt reingemacht, damit wir das Wasser direkt umpumpen, bevor es nach oben geht und dann runterläuft. So, und unser Problem mit dem Strom, das habe ich auch gelöst. Ihr seht, ich habe ein bisschen was umgebaut. Es laufen jetzt definitiv alle drei mit die mit Kohle betrieben sind, weil mit Schweröl kommen wir eigentlich nicht hinterher. Da läuft jetzt im Prinzip noch ein Heizkessel läuft damit mit Heizöl. Weil das Problem war einfach, wir hatten zu wenig Dampf. Es war einfach zu wenig Dampf. Ich habe es einfach nochmal umgebaut. Wir haben jetzt hier die großen Turbinen, die neuen. Die Hochdruckturbinen 2, die habe ich hier zweimal gesetzt, plus den neuen Stromgenerator 2. Der macht 2 Megawatt, sieht man ja. Und dann hat Schwung gerade, ob das was bringt, weiß ich noch nicht. Zurzeit läuft im Moment immer nur der Stromgenerator, weil wir im Moment nicht viel Strom verbrauchen da oben. Aber ich hatte den hier mal immer zwischendurch ausgestellt, um das Heizöl, ja, nicht klar, das Schweröl zu sparen. Aber dann fing das Ding wieder an zu zicken und hat wieder keinen Dampf gehabt. Weil ich habe auch vergessen, die ganzen anderen hier oben, die laufen ja auch alles mit Dampf, ne? Also habe ich den mitlaufen lassen mit den 3 Kohle, weil ihr seht, ich habe jetzt Kohle, haben wir jetzt über 5000 Einheiten, also von daher, ich habe auch gerade noch ein paar LKWs abgezogen, weil das waren 14 Stück, der große Bagger ist auch inzwischen da unten, das waren hier glaube ich 4 Bagger, damit wir da immer endlich mal in den Plus kamen da. So, das nächste Problem war das Wasser, das war weg, hier oben war auch alles leer. Die thermische Entsalzung, die kam da einfach nicht hinterher. Also habe ich das alles gedreht hier oben. Habe dann hier oben einen zweiten ein neues Frachtdepot gesetzt, und zwar Lieferung von Wasser. Weil das habe ich gefunden. Hier unten, da kommt nämlich ein Grundwasserboden, haben wir da gefunden. Fand ich nicht schlecht, weil man in dem Moment braucht mir das Wasser. So, alles weitere ist das Ganze gehabt. Hier oben kommt man nicht hin. Da kann man noch mal ein beschädigtes Schiff und so weit alles, aber so weit kommt man nicht. Ich habe alles probiert. Es funktioniert nicht. Eins, wo man noch hinkommt, ist da. Da werden wir jetzt als nächstes hinfahren. Das Schiff, das ist fertig, also das ist nicht beschädigt. Dann lassen wir den auch direkt mal da hinfahren. Mal schauen, was wir da finden. Weil das scheint ja nicht ganz uninteressant zu sein. Nur lassen wir mal fahren hier. So. Dann haben wir das. Ich will hoffen, dass sich das Wasserthema jetzt auch langsam entspannt. So, der fährt da. So, Öl. Gut, haben wir alles voll. Das ist schon mal positiv, weil wir brauchen nämlich Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. Wenn ich dran denke, wir hatten auch 3000 Sprit, aber jetzt haben wir nur noch 1100. Was habe ich denn hier noch gebastelt? Hier habe ich nichts mehr gebastelt. Doch, die zweite Dingens habe ich hier. Den Sauerwasserstripper habe ich auch noch dabei gemacht. Den zweiten. Da sind natürlich unsere Düngerproduktionen. Weil ich habe nämlich auch ein paar Gewächshäuser gebaut. Weil das war auch ein Problem mit der Nahrung.
Und was mir aufgefallen ist, es regnet verdammt wenig. Und was die Leute im Moment im Handout haben, wir haben immer Krankheit. Ich kriege es nicht mehr. Ich hatte, wie ich angefangen hatte, hatte ich über 300 Arbeiter verfügbar. Jetzt haben wir nur noch 45. Das muss auf jeden Fall noch irgendwie verschwinden. Ja. Weiß ich noch nicht genau wie. Weil Krankenhaus oder sowas haben wir nicht. Was kommt denn da schon auf uns zu? Ach, bist du schon wieder fertig? Tatsächlich. Na gut, dann machen wir dir immer mal ein neues Action hier, wa? Da kannst du gleich weitermachen. So. So, kannst du gleich weiter buddeln. Jetzt kann ich nach Hause fahren. Was sieht das denn hier mit dem Wasser aus? Ja, hier passt jetzt auch. Weil das war alles leer. Alles leer. Kein Wasser mehr, nichts mehr. Und somit hatte ich darin das Problem, weil das hier auch kein Wasser mehr war. Und was brauchen wir für Wasser? Strom. Für Strom brauchen wir Wasser. Ich habe auch zwischendurch mal die lange Pipe ein bisschen auf der anderen Seite, habe ich mal also pausiert, damit das hier mal wieder füllt, damit der Strom weiterläuft. Ja, der hat schon Aktion für sich. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe die Forschung hab ich vorangetrieben. Im Prinzip haben wir jetzt nicht mehr viel. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist der Atomreaktor und die Urananreicherung, weil der kommt erst bei Early Access. Den kriegen wir wahrscheinlich eventuell auch noch dazu. Den könnte auch noch sein. Aber ob wir das alles noch hinkriegen, das ist eine andere Sache. Und dann war es das wahrscheinlich auch. Da ist alles coming soon, das ist auch coming soon. Die Rohrleitung kriegen wir auch nicht mehr, weil wir die neuen Konstruktionsteile nicht herkriegen. Ja, sind wir schon da? Das ging aber schnell. Gucken wir mal, was da jetzt gebacken ist. Vielleicht finden wir da das zum Forschen von den für den Atomreaktor, weil so kann man den nicht erforschen. So, Radarsystem, das hat sich natürlich gelohnt, hat man nichts. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht da der Atomreaktor. Ja, ist eine gute Frage. Kommen wir jetzt noch irgendwo hin? Das ist natürlich die andere Sache. Dann fahren wir jetzt erstmal mit den Dingen wieder nach Hause. Dann müssen wir den neue Dinges draufschmeißen. Vielleicht kommen wir dann noch weiter. Weil hier komme ich einfach nicht dran. Weil auch, was ich gesehen habe, die Dinge zerfehlt, nämlich hier. Da, der Schiffsmotor. Da kommen wir gar nicht dran. Ist auch coming soon. Wir haben jetzt noch, was haben wir hier noch? Ist auch coming soon, kommen auch nicht dran. Die Schiffsbrücke haben wir gerade gefunden, die könnte man dann eventuell, da kann man noch Forschung machen. So. Das war's dann und dann geht das hier schon nicht mehr. Das ist coming soon. Schiffspanzerung 2 Hammer. Da geht auch nichts mehr. Doch, das wird noch funktionieren, aber wenn das hier funktionieren würde. Also kommt auf jeden Fall noch jede Menge bei. Ich sag jetzt mal, das ist Wahnsinn. Und weil ich auch gesehen habe, die ganzen Dinge, die wir jetzt hier stehen haben, die können wir jetzt alle verbessern. Die können wir jetzt alle verbessern. Aber ob wir das alles in der Closed Beta noch schaffen, ist eine andere Sache. Weil, wie gesagt, in 6 Tagen dachte Early Access, wenn alles gut geht. Und dann werden wir wahrscheinlich neu anfangen. Weil es kommt ja jede Menge Zeug neu dabei. Glasproduktion, die macht auch, die können wir auch, glaube ich, inzwischen wieder verbessern. Nee, die gehen noch nicht. Was war das denn hier? Ja, Hochofen kannst du verbessern, ist klar. Aber die konntest du auch verbessern, oder? Habe ich doch gesehen. Was ist das denn für eine hier? Glashütte 1. Ich meine, da hätte ich nämlich auch Glashütte 2 gesehen. Das nicht hier? Doch, da, Glashütte 2. Oh. Die ist aber lang. Scheiße. Da kommt die ist ja gar nicht mit. Die ist ja doppelt so lang. Krass. Auch nicht schlecht. Deswegen kann ich die auch nicht erweitern, weil die hier. Wenn ich das wegmachen würde, könnte sein, dass es dann funktioniert. Aber das werden wir dann sehen. So, jetzt habt ihr einen neuen, den neuesten Stand habt ihr jetzt. Wie sieht das denn immer da aus? Auch schon wieder fast leer. Das war nämlich auch noch so ein Problem. Der Kupfer, der ist auch runtergefallen. Aber jetzt haben wir wieder genug Kupferplatten. Wie sieht das denn mit dem Rest aus? Stahl haben wir auch wieder, Eisen haben wir auch wieder. So, jetzt könnten wir hier mal
gerade die Dreier mal abschalten. Dann machst du mal die Zweierkonstruktion, die haben wir nicht genug. Was habe ich hier? Einfach, einfach. Zweier, wird alles klar, das läuft. So, wie sieht das jetzt aus mit dem Sprit? Müssen wir da jetzt noch was dran machen? Das ist die gute Frage. Weil der produziert zwar auch Gas. Ich habe nämlich hier unseren Gaskessel. Der heizt jetzt tatsächlich mal auf Gas. Das Problem ist nur, er benutzt auch 36 Gas, was er auch vorher an Dingens hat. Schiffe schon repariert. Aber die Dinge ist noch nicht fertig. Nee, ist noch nicht fertig. So. Habe ich denn hier? Da ist noch nichts drin. Weil wir da einfach zu wenig Gas produzieren. So, wieso pumpt der jetzt sich das da rein? Das ist jetzt, habe ich nicht, das Ding ist jetzt voll. Das kann doch gar nicht sein. Hier, guck, da ist alles leer. Da ist doch alles leer. Wieso geht das denn da nicht rein? Mal schnell Lieferung da. Ich weiß nicht, weil ich jetzt von Rohr angeklickt habe, aber das sehen wir gleich. Und eins muss es ja gewesen sein. So, wo geht das denn hin hier? Ich verstehe das nicht so ganz. Das ist jetzt die Leitung. Die müsste ja eigentlich hier reingehen. Ja, genau. Wieso dauert das so lange, wenn das stocken bleibt? Ist doch eigentlich schon hier wieder leer laufen. Was ist denn hier drin? Ach ja, da ist der Mitte-Delistat drin. Ja, genau. Ja, genau, so hat man gemacht. Hier muss es rein, dann muss es einem im Kreis laufen, dann hier oben rum. Genau, so war das. Und dann geht er von hier in die große Leitung nach unten. Hat das so lange gedauert, hätte ich es auch nicht gedacht. Aber wir kriegen auch keine zweite Leitung mehr hin. Das ist alles zu hier. Da kommen wir nicht mehr dran. Ja, wir können mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir da noch dran kommen. Nee, da muss hin. Nee, da komme ich nicht mehr dran. Zu gebaut. Ich habe toll in die Krisch, ne? Aber ist schon herausfordernd mit den ganzen Rohren und so was alles hier. Ist ja wie gespannt. Ich freue mich extra, extra tierisch auf die Early Access. Mal gucken, was da an Zeug Neues reinkommt. Da bin ich echt mal drauf gespannt, was sich da einfallen lassen haben. Weil so viel ich weiß, soll auch noch ein neuer Bagger und noch ein LKW kommen, noch eine Nummer größer. Und dann sehen wir weiter. So, was sagt der Sprit jetzt? Der fällt natürlich, ne? 1000. In Grin nimmt 1100. Aber jetzt läuft zumindest der. Der Diesel läuft auch. So, jetzt ist der auch voll. Voll. Kann ich den jetzt wieder aufmachen? Kann er den wieder füllen? Und hier habe ich gesehen, der produziert ja so mit unserem Gummi. Das sind die Gummi ja schon. Hier ist jetzt ein neues Rezept für Graphit. Und Graphit wird auch noch eine Rolle spielen. Aber leider nicht mehr in der Closed Beta. Da wahrscheinlich nicht mehr. So, aber wieso läuft das Ding jetzt nicht hier? Was fehlt denn jetzt hier? Schwefel ist da. Und Rohbenzin ist auch da. Aber wieso läuft er nicht? Wieso läufst du nicht? Verstehe ich nicht. Schwefel ist da? Nee. Rohbenzin fehlt. 9 von 3. Da ist Rohbenzin drin.
Warum der das jetzt nicht macht, keine Ahnung. Was hast du für ein Problemchen? Das hat doch am Anfang funktioniert. Warum funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Machen wir Pause. Fangen wir da an. Gelnes Material. Ach so, warte mal, habe ich den ja. Ah, das hatte ich pausiert. Jetzt weiß ich es wieder. Dann war es doch der Schwefel, der fehlt. Ach, jetzt geht das wieder los. Nicht genug Arbeiter. So ist das Ding ist noch nicht fertig, ne? Jetzt geht das wieder los. Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Nochmal Wachstum. Gucken, ob das noch funktioniert. Sonst machen wir Leuchtefeuer wieder an. So. Achso, jetzt fehlt uns ja auch sowieso. Ah, warte mal, kann ich den hier? Die kann ich erstmal ausschalten. Ja. Ich hatte 300, über 300 Arbeiter und jetzt nur noch 4. Und das dran nicht, ich habe keine Ahnung. Weil ich habe nämlich hier auch schon unser Abwasser habe ich nämlich auch schon verlegt. Habe ich nämlich hier runtergezogen, seitdem ich hier die Säure war das, glaube ich, die hier durchläuft. Das Abwasser hat sich gestaut bei denen. Die war immer voll. Ich denke, jetzt machst du 2 Rohre. Damit das Thema auch gegessen. Und damit habe ich dann automatisch das Loch zugemacht. So, das Problem ist jetzt nur. Also jetzt sind sie plus 15. Hab gar nichts gemacht jetzt, außer Dingens gesetzt. Aber ich glaube nicht, dass das lange hält. Es könnte gut sein, dass das hier an die Industrie liegt. Ist zwar noch nicht so stark betroffen, aber es könnte daran sein. Also wir müssen auf dem nächsten Mal Bescheid, wir müssen die Industrie dann etwas weiter von unseren Bewohnern müssen wir wegmachen. Sonst bringt das nämlich nichts. Wie sieht das denn aus? Essen haben wir inzwischen genug, da könnten wir auch inzwischen Gras von herstellen. Essen, wie wir haben. So, guck mal deine unten nochmal durch. Was hat man denn? Elektrolyse haben wir noch nicht gesehen, ne? Nee. So, Wasser haben wir jetzt alles durch. Soweit. Gewächshaus Nummer 2. 640. Das ist anständig. So, und hier sind jetzt die ganzen da ist noch der Dingsofen, da ist er nämlich Lichtbogenofen, da brauchen wir nämlich Quarz für. Die Kohle und plus Graphit. Und Graphit kriegt man dann aus der Gummiherstellung, aus Kohle. Und dann geschmolzenes Silizium kommt da raus. Plus Schlacke, plus Abgas. Also das wird nun. Aber das Problem ist, du kannst das nicht so verarbeiten, glaube ich. Du musst den hier haben. Dann müsst du die, zerkleinertes Eisenerz. Das sind dann alle die Stufen höher. Milchgas bleibt. Die verarbeiten nur noch Dinge. Da musst du dann noch die ganzen Trommeln wieder haben. So, wo war das denn jetzt hier? Klar ist da. Siliziumreaktor. Plus H2O. Polysilizium. Und ich glaube, da kannst du dann irgendwo kannst du Plastik draus herstellen. Aber wo habe ich die jetzt gesehen? Ja. Nee, das war anderes. Das ist auch Kunststoff. Aus Rohbenzinchlor. Gleich Kunststoff. Oder aus Benzinchlor. Irgendwo kann ich erzählen, was hat der denn hier? Ja, auch nicht. Aus dem Schwefel könnten wir auch Synthetegas herstellen, sehe ich gerade. Cracking-Anlage ist das gleiche wie die hier, ne? Ja. Aber Schweröl brauchen wir mal einen Moment irgendwo anders. Das ist sehr schlecht. So, wie sieht das aus da oben? Ich glaube, das werden wir dann in der Folge nicht fertig kriegen, dass die Schiffsbrücke 3 fertig wird. Da müssen wir dann noch eine Folge machen. Weil da wir heute den 25. haben, ich glaube, das wäre Mittwoch, wenn die Folge erscheint.
wäre dann wahrscheinlich noch 4 Close Beta. Irgendwann bis zu dem Sonntag wird das auf jeden Fall noch Close Beta bleiben. Und dann sehen wir uns dann in der Season 2 im Early Access, wenn alles gut geht. Aber ich will es hoffen. Ich bin echt gespannt darauf. So, was sagt eigentlich unser Baumfäller? Wo ist denn der überhaupt? Ach, da unten steht dran. Den habe ich nämlich auch inzwischen gemacht. Ja. Steht da einfach so rum. Und der LKW. Weil die muss man nämlich genau, hier muss man auch auf den LKW gehen, auf den Bagger gehen. Eine Baumerntemaschine. Und dann muss man auch die LKWs zuweisen. So wie bei den Minen. So, was sagt denn hier unser was jetzt hier? Ja, hier steigt er aber auf jeden Fall perfekt. Das ist günstig. Hier ist jetzt voll. Staut sich jetzt zurück. Hier ist auch voll. Dann müsste das jetzt hier auch stocken normalerweise. Außer es geht direkt da links rum. Weil nach oben geht jetzt nichts mehr. Na gut, pumpt auf jeden Fall in die Richtung. So, was haben wir jetzt? Ah. Neue Bewohner. Jetzt haben wir wieder 27. Sieht doch gut aus. So, wenn ich den jetzt umstellen würde, wird der nicht mehr funktionieren. Das wird nicht mehr funktionieren. Dann müsste es dann rein theoretisch alle umstellen. Ich würde den Stahl lieber mit schneller machen. Da geht nämlich da umstellen. Und verbessern. Gießerei 2. Aber da kommt er wahrscheinlich nicht mehr hinterher hier. Lass uns doch mal schauen. Wo ist denn der? Da. 20 machen die. So, Moment jetzt. Wo ist denn jetzt der Zweier? Da müsste der Zweier 18 macht der. Aber zerkleinertes Eisenerz. Das ist das Problem. Da muss man dann alles wieder umstellen. Dann ist die Frage, ob sie da nicht irgendwo eine neue Straße hinbaust und die dann nach und nach abbaust. Rein theoretisch gesehen. Weil ableiten kannst du es ja von hier aus. Ja, von hier würde ich jetzt doch, oder? Könnte man machen. Würde ich aber ungern machen. Ich würde die drei am besten am liebsten noch dann als Puffer noch dazwischen lassen. So, was ist denn hier los? Ist jetzt hier alles voll oder was? Tatsächlich. Zuerst war gar nichts und jetzt ist alles voll. Haben die denn da? Oh, das war 4. Guck mal, machen wir ein bisschen weg. So, 2 Bagger weg. So, wie sieht das eigentlich aus mit unserer Sandkuhle da oben? Die LKW ist jetzt unterwegs. Haben wir überhaupt Sand? Also mal schauen hier. Da ist nichts drin. Doch ein bisschen was läuft da immer. Beton haben wir ja jetzt auch genug. Jetzt sagt die Kohle hier ist auch voll. Alle Achtung. Ah, der Sprit, der steigt so langsam wieder ein bisschen. Aber wir haben jetzt gleich kein Gas mehr, ne? Mhm. Da muss ich mir echt noch was einfallen. Da müssen wir noch was einfallen lassen. Wie kriegen wir denn da noch Gas rein? Dass das ein bisschen schneller geht. Rohbenzin sind jetzt voll. Ja, das sieht gut aus. Dann könnten wir ja eventuell noch. Ne, das ist das Leichtstilliste, das musst du dafür haben. Wie viel haben wir denn davon? Ist ja auch fast voll. Komm, dann bauen wir jetzt hier noch eine. Zwei. Hä? Was haben wir jetzt gemacht hier? So. Gucken wir, ob wir die angeschlossen haben. Was haben wir denn noch an? Ja, haben wir noch. Ein paar Minütchen haben wir noch. Da können wir das noch schnell machen, ja. So, was haben wir denn hier? Da muss Leichtstilllistat rein. Was ist das da? Das ist Rohbenzin, ne? Was soll ich denn hier hinstellen?
würde ich sagen, wa? Rohbenzin, das muss dann. Wo haben wir denn da den Gasanschluss? Da oben, ne? Da oben, ne, das ist Dampf. Wie machen wir das denn am besten? So am besten, ne? Leichtstelle Start? Ne, ist auch verkehrt rum. Habe ich denn das da hingestellt, Herrgott? Der Dampf, der kommt von. Kommt denn der Dampf? Da. Die andere Seite. So. So, da ist der Dampf. Rohbenzin kommt da raus. Leichtstelle da rein und das Gas kommt da raus. Ja, genau. Okay. Probieren wir das Ganze mal. So, einmal. Haben wir denn an Matt? Keine normalen. Wieso haben wir jetzt keine normalen mehr? So, einmal Rohr. Einmal Dampf. Haben wir denn hier Dampf? Da müsste Dampf sein, ne? So, machen wir den direkt da dran. So, was haben wir jetzt hier? Da kommt das Leichtstelle-Start rein. Wo habe ich das denn hier oben? Leichtstelle-Start, Leichtstelle-Start ist hier. Kommen wir da noch drüber? Da muss ich rein. Nummer eins höher. Höher. Ja, so ist gut. So, und dann da rein, genau. So, Leichtstelle Start haben wir auch. So. Dampf haben wir, Leichtstelle Start, weiter geht's. Jetzt haben wir hier unser Rohbenzin. Das können wir direkt hier vorne anschließen. Hier. Haben wir das auch geklärt. Dann machen wir jetzt nur noch das Gas. Das muss jetzt hier rein. Jetzt bin ich immer überlegen, ob ich das hier oben einführen soll. Damit wir vielleicht eventuell Reserve haben. Und dann probieren wir jetzt einfach. Gehen wir jetzt hier. Ne, gehen wir weiter zurück. Damit wir das noch angeschlossen kriegen. Ne? So. Schnelle Lieferung. Können wir es leisten? Ja, können wir es leisten. Das geht, das geht. So, dann haben wir jetzt hier noch schnelle Lieferung. Dann einmal die Leitung. Das müsste das Leichtstelle Start und einmal Dampf müssen wir haben. So. Dann haben wir das da, das haben wir da. Dann haben wir schon alles angeschlossen, ne? Der Dampf kommt an. Der Dampf kommt an, aber irgendwas fehlt. Da fehlt noch was. Das müsste ich dann mal machen, ne? So. So, jetzt kann er durchlaufen, würde ich hoffen. Und das Ding abgeklemmt. Immer schneller kann man nicht mehr stellen. Ne, geht nicht. Ist schon schnell genug. Ja, fertig. So, haben wir das Zeug jetzt hier? Dann machen wir das noch schnell fertig. Ja, das haben wir. So, dann sehen wir das noch, wie die anfängt. Dann haben wir leider für die Folge schon. Also wie gesagt, wir haben nur noch 6 Tage. Dann haben wir endlich Early Access. So, ich bin mal gucken, ob das funktioniert. Ja, Qualme tut sie schon mal. Haben wir die denn jetzt auch auf Dingens stehen? Ah, das ist natürlich wenig, 12 sind die Gas, ne? 36 brauchen die. Da ist schon leer. Was haben wir denn jetzt? Das sind 12, 24, 36. Das sind genau die 36, die der Gaskessel braucht. Gut, hätte ich vielleicht doch da hinten reinfahren lassen sollen. Oh, naja. Aber sie läuft zumindestens.
Gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.